Und damit herzlich willkommen zu Let's Play The Evil Within im 15. Kapitel. Wir hatten ja in der letzten Folge das 14. beendet und jetzt sind wir im 15. Die Zwischensequenz, hier haben wir irgendwie wohl wieder einen Traum oder was gehabt? Ich verstehe es nicht ganz. Und da haben wir wen erschossen? Machen wir mal Lampe an. Also ich resümiere mal kurz. Ist hier niemand mehr? Nö. Alice bzw. Tatjana ist hier missing. Und wer ist jetzt wird jetzt vermisst? Vermisstes Mädchen. Vermisst Sternchen, Sternchen, Sternchen. Kurze braune Haare, braune Augen. Hört auf den Spitznamen Sternchen. Ja. Juli. Ja, warum sie uns den Namen nicht verraten wollen? Also mal kurz resümieren. Keine Crimson Post mehr. Mal kurz resümieren. Also Rurik, also Ruben. Ruben bzw. Ruvik ist wohl tot. Irgendwie ausgeschaltet irgendwie von diesem Dr. Jimenez. Und er lebt irgendwie über diese komischen Maschinen. Über die komische Maschine ist er in die Gedanken von anderen, also auch von unseren, eingedrungen. Gehen wir mal kurz auf den Stuhl. Oh, 29.150, das hört sich doch schon mal ganz ordentlich an. Jo. Waffen. Qualmholz? Nee, Waffen. Die Reichweite, die Nachladung, die Spanngeschwindigkeit. Verringert Reichweite, okay. Wie gesagt, wir machen, wir sind ja immer dabei, Endgegner immer ziemlich nah dran. Ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich habe ja gedacht, wir haben jetzt die fette Armbrust mit Feuerschaden, Harpunenbolzen, Feuerschaden, gut gegen Endgegner, nur wenn die Endgegner relativ schnell sind, bis ich dann die gespannt, nachgeladen und gespannt habe. Waffen, was haben wir da? Wenn wir da Munition kaufen könnten, das wäre. Packen wir eine Kugel mehr rein? Zwei Kugeln, ja. Da könnten wir aber 20 Stück tragen. Dann müssten wir nee, lassen wir mal. Okay. Ja, wie gesagt, wir sind irgendwo im Kopf. Oder im Kopf von Leslie. Also oder ist Ruvik im Kopf von Leslie und Leslie erzeugt diese Welt? Ich weiß es nicht. Internes Gesprächsprotokoll. 13. März 2013. Ermittler Pi. Keine Ahnung. Ermittler Pi. Sie wissen, warum Sie hier sind? Detective Castellanos. Weil Sie Ihren Job nicht machen. Pi. Sie haben eine unautorisierte Ermittlung unter Einsatz von Mitteln des KCPD durchgeführt. Außerdem gibt es Berichte von Drohungen, Einschüchterungen und physischer Gewalt. Castellanos.
Wenn Sie irgendwelche Beweise für diese Anschuldigung hätten, würden Sie jetzt meine Marke und meine Waffe kassieren. Pi, Sie waren offensichtlich vorsichtig, sonst hätten wir die schon längst. Aber wir behalten sie im Auge. Da sind Sie nicht die Einzigen. Castellanos sagt das also. Das ist, Pi, was soll das heißen? Castellanos, beschatten Sie mich weiter und Sie finden es bald genug heraus. Pi, wenn Sie so weiter trinken müssen, müssen wir das gar nicht. Castellanos, ich habe zu arbeiten. Sind wir ja fertig? Pi, fürs erste Jahr. Aber Sie stehen und, auf dünnem Eis, Castellanos. Noch eine Sache und Sie sind hier dran. Castellanos, ich bin dran, wenn es vorbei ist. Das ist ein guter Satz. Es ist vorbei, wenn es... Bluvik? Ja? Ja, Leslie? Ich habe auch den Verstand verloren. Was wollte ich sagen? Also, es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Und ich habe den Stand... Hallo? Ja, ich hab... Was geschieht hier? Er renoviert die Anstalt, also hier Amaschäbig, Leslie. Ja, ich verliere langsam auch den Verstand. Also ich glaube, wenn das Spiel hier vorbei ist, lasse ich mich in die Bacon-Nervenklinik einweisen. Hier lang. Ja. Pass auf, wir haben den Verstand verloren. Also ich habe... ich verstehe nicht ganz, was... was... Wir werden hier hoffentlich irgendwann eine Auflösung bekommen. Was ist das hier? Operatic Nerv L. Hey, warte! E278. Wo sind wir hier? Das hier sieht sehr... Ja, das sieht sehr vertrauenserweckend aus. Sehr einladend. Da gehen wir gerne hin. Nicht. Ups. Was ist hier? Das Wasserwerk. Ich gucke mir alles an. Das mache ich nur, wenn ich mir das angucken will, weil das alles so schön ist. Und hier das Wasser, das rieselt. Das ist die Wucht. Gucke ich mir alles an, nur weil ich mir das angucken will. Nicht, weil ich Angst habe, weiterzugehen. Nö, das ist es nicht. Also gut, Kleiner, wo führst du mich hin? Leslie? Wir beide haben den Verstand verloren, also sei nett zu mir. Ich will eigentlich nicht weiter. Ich will nicht weiter. Ah, 6441. Ja, das ist eine interessante Zahl. Die können wir mal... irgendwelche Rechenaufgaben damit machen? Dann müsste ich nicht weiter. Ich will nicht weiter. Hier liegt aber auch nichts rum.
hier lang. Sicherheitshalber. Ich fühle mich sicherer hier mit lang. Mit einer Schrotflinte Hand fühle ich mich sicherer. Beacon, genau wie Joseph gesagt hat. Kapitel 15, das Angesicht des Bösen. Okay. Episch, das sieht episch aus. Aber ich will irgendwo nicht da rein. Wir haben den Verstand verloren, hallo? Wir können da nicht reingehen mit verlorenem Verstand. Wir müssen erst den Verstand suchen. Ui! Oh, hier sind Kisten, Kisten, Kisten. Kisten sind was Schönes. Wir gucken uns erst hier draußen um. Denn ich will eigentlich hier nicht rein. Ich glaube, jetzt wird es hart zur Sache gehen. Und es ist hier nicht gemütlich. Ja, hier drin. Oh, da waren wir am Anfang. Ich hab's gewusst. Was hast du gewusst? Dass hier alles wieder endet, wenn es beginnt? Das stand aber am Anfang nicht da. Aber jetzt stehen die wahrscheinlich auf. Die können wir sie anzünden? Nö, können wir nicht. Ein bisschen unheimlicher als am Anfang. Ja, am Anfang hatte ich mich beschwert, dass ich keine Pistole habe und keine Waffe. Jetzt haben wir eine Pistole. Aber ich fühle mich ein bisschen unwohler als am Anfang, als ich keine hatte. Aber rüsten wir sie mal lieber aus. Ah. Da. Okay, da sind wir. Am Anfang sind wir hier rein. Und hier an der Tür war Dr. Jimenez. Und dann haben wir uns die Überwachungskameras angesehen. Und dann, ja, dann hingen wir beim Kettensägen-Heini am Haken. Ja, hier müssten eigentlich viel mehr Drogen rumliegen. Wir sind in einer Nervenklinik.
Drücken oder nicht drücken? Nicht unnötig Krach machen. Ach, das war unsere Tür, wo hinter uns zugefallen ist. Wir gehen weiter und das halte ich für sehr klug. Das ist sehr genial. In einen endlos tiefen Schacht. Ja, aber ich dachte doch, das war doch die Stimme von Dr. Jimenez. Das Sedativum, das Sie mir injiziert haben, muss mein eigenes gewesen sein. Ich habe alles bewusst wahrgenommen. Jeden Schnitt, jeden durchtrennten Nerv, jeden Fleischlappen, den Sie mir von den Knochen gezogen haben, bis die Dunkelheit mich übermannte. Dunkelheit und Schmerz. Gehen wir, glaube ich, jetzt nicht runter. Schmerz, Lust, Zorn, Ekstase vermischen sich zu einem winzigen, durchdringenden Geräusch, bis die Dunkelheit durchbrochen wurde von Funken und glitzernden Sternen. Der Schmerz, das Geräusch und das Licht vermischen sich und nehmen Form. Ich hätte gerne eine Karte, also ich verirre. Es ist der Ort, der mir so bekannt ist. Und da sind wir gekommen. Da ist mein das Tunnel. Gefängnis. Da mein ist der Gasse. Dann müssen wir doch hier runter. Wasser. Oh, das kennen wir doch auch vom Anfang. Dann wir noch mal eine Runde schwimmen in den. Oh! In den. Ja, wir wollen alles erkunden. Aber sonst ist hier nichts mehr. Ja, da sind das auf der Flucht von dem Kettensägenmetzger. Kommt mir alles so. Da war aber am Anfang nichts. Ich weiß noch genau, da bin ich auch gucken gegangen, weil ich gehe. Leslie? Wir sind doch entkommen. Neuere Notiz aus Kanalisation.
Träumst du immer noch von Flucht? Wo sie so zum Greifen nah ist? Was nützen die Träume, wenn dein Körper hier liegt und sich nicht bewegen kann? R. Ja, wir hatten ganz am Anfang auch eine Notiz von R. Punkt. Nein, ich befürchte, hierhin müssen wir. Ich weiß jetzt, das sind Bereiche, die wir am Anfang. Da fällt mir gerade was ein. Ich hatte doch, wir hatten doch da die Tore mit den Vorhängeschlössern. Sind das Bonusbereiche? Aber wir gucken uns erstmal hier nach, ob hier etwas ist, was vorher nicht da war, am Anfang. Ja, da sind Sachen, die wir gerne mitnehmen. Das war Schrot. Ja, genau, die Tore mit den Schlössern davor, wo ich gesagt habe, wir müssen Schlüssel suchen oder so, was habe ich gesagt? Jetzt können wir sie. Warum konnten wir sie da? Oh, nein, 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 ich will hier nicht rein. Es gibt hier. Können wir hier noch hoch? Nein. Die Treppe ist weg. Sonst wären wir echt ganz schnell hier wieder raus. Ja, ich glaube, wir gehen erst einmal. War hier noch was? Ist hier noch? Nein, die konnten wir die beim ersten. Ne, beim ersten Mal konnten wir die auch nicht. Oder konnten wir sie öffnen? Ich denke mal, das hier ist jetzt. Da Leslie uns irgendwie so nach vorne teleportiert hat. Schwierig. Schwierig, in welche Richtung wir gehen. Können wir hier hoch? Nein, können wir nicht. Dass wir wieder zurückgelaufen sind, das macht ja wahrscheinlich nicht jeder. Sondern nur jemand, der alles durchsuchen will. Dann könnte das hier irgendwo sein. Oder eine Sackgasse, die wir nicht reinlaufen hätten brauchen. Nein. Ja, das ist so. Wir gucken uns alles an. Wir hätten aber nicht hierher gebraucht, wie ich das jetzt sehe. Und hier können wir wirklich nicht hoch? Nein. Ach komm, kletter mal. Okay. Jetzt haben wir zwei Wege zur Auswahl. Und ich weiß dann nie, welchen wir gehen sollen. Fangen wir mal hier an. Wir sind ganz mutig und rennen ein Stückchen. Nichts mehr. Also vermutlich den richtigen Weg. Oh. Ach, für eine.
Scharfschützenkugel hier in die Sackgasse? Och nö. Ja, Tatsache, zu. Da hätte der ein bisschen mehr hinliegen können. Wenn man schon den ganzen Weg hier hinter sich gebracht hat. Runter können wir hier auch nirgends. Naja, besser wie nix. So eine Kugel kann. Oh je. Ja, es ist sehr ermutigend hier. Ist nur die Tür unter uns zugefallen? Ist nichts passiert? Nichts passiert. Sehr, 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 sehr einladend hier. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, geht erst hier. Meine Güte. So kann man es auch in die Länge ziehen lassen. So kann man es natürlich auch in die Länge ziehen in Let's Play. Wir hätten können durchaus ein bis zwei Folgen kürzer sein. Wenn nicht ein bis zwei, so circa vier, fünf Folgen kürzer. Mich hintergangen hatte, war es schon zu spät. Ich war so nah dran. Er wusste es. Er wusste, dass ich zu sehr auf meine Sache konzentriert war, um die Männer zu bemerken, die er mitbrachte. Ansonsten wären sie nie an meinen Fallen vorbeigekommen. Ihr Apparat ist die Pervertierung meines eigenen. Des Apparats, den ich hätte bauen sollen. Meine Daten, meine Ausrüstung, meine Theorie, mein Geist. Sie haben meine sterbliche Hülle ersetzt mit einer neuen Dimension der Qual. Uhu! Auf den Tonbändern ist nicht der Jimenez, der Dr. Jimenez, sondern Druvik. Da habe ich ja ganz schön. Das sind Druvik-Tonbänder. Die ganzen Tonbänder, wo wir gehört haben, alles Druvik. Und Druvik ist wohl tot. Aber in unserem Geist lebt er weiter. Was ich nicht gutheißen kann. Über die Maschine, keine Ahnung wie das ist, auf jeden Fall haben die, ja, also bevor ich hier jetzt weiter, die Geschichte ist doch ein bisschen unübersichtlich. Hoffen wir uns einen Aufzug.
der automatisch nach oben fährt. Ja, wenn ich nur wüsste, wo wir reingehen sollten, ist das hier der Weg, oder? Finden wir hier Zeugs? Nein, das hier sieht nach Weg aus. Gucken wir jetzt also erst noch mal hier um. Leslie? Hier muss doch noch eine Menge Zeug liegen. Und wir finden nichts. Also ich denke mal, dass wir Leslie nach sollten, das ist wahrscheinlich der richtige Weg. Also dann werden wir wahrscheinlich doch noch in die Tür hinten rein. Nochmal ein Speicherraum wäre nett. Ich würde vielleicht durchaus gerne die heutige Folge langsam aber sicher beenden. Wir haben zwar noch keine schweren Kämpfe hier hinter uns, aber seit dem letzten Speichern, aber es wäre jetzt interessant, bevor wir sterben, das nicht alles normal machen zu müssen. Wo kommen wir hier hin? Kartenfragment 28. Wollte ich eigentlich gar nicht nehmen. Ich wollte eigentlich grüne Grütze nehmen. 5000. Na, das hat sich dann auch wieder gelohnt hier runter. Yep. Okay. Und das ist, kommt wie aufs Stichwort, Kontrollpunkt. Damit verabschieden wir uns aus, verabschiede ich mich aus der, was wollte ich jetzt sagen? Ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, The Evil, Let's Play The Evil Within. Ciao.